Das ist ein desaströses Ergebnis für die CDU, das schlechteste seit 1990, ihr erstes Fazit. Wir sind natürlich enttäuscht, wir hätten uns viel mehr gewünscht, aber am Ende sind wir zerrieben worden bei der einen Frage, wie stark wird die AfD und kann man die Partei noch als Wahlgewinner verhindern, und das hat es auch sicherlich auch Stimmen gekostet, die an die SPD gegangen sind. Und deswegen sind wir darüber natürlich nicht glücklich und auch nicht erfreut, aber wir haben trotzdem jetzt eine Aufgabe, das dann zu gestalten, voranzubringen, und dazu sind wir auch bereit. Sie haben hier in Brandenburg einen Kurs gefahren, der nicht allen in Ihrer Partei gefallen hat, weder der Bundespartei noch Ihrem eigenen Landesverband, weil Sie gesagt haben, Sie schließen eine Koalition, sollte es denn gehen, mit Linken und Grünen nicht auf, das aus, das ist ein Tabubruch, mit der Linken zu koalieren. Hat das vielleicht so manchen konservativen Wähler verscheucht? Ich habe immer gesagt, ich strebe keine Regierung mit linken oder rechten Parteien an. Ich habe aber auch gesagt, bei diesen knappen Wahlergebnissen, und das sehen wir ja heute Abend, darf man nicht vorher alles ausschließen. Dann wird man hinterher vielleicht umso mehr noch mal enttäuscht, beziehungsweise muss auch seine Aussage wieder korrigieren. Und deswegen ist auch ganz klar, wir haben heute nicht das Ergebnis erreichen können, weil die Frage war nicht Landesthemen im Mittelpunkt, sondern das Thema war vor allen Dingen, kann man die AfD als stärkste Kraft verhindern? Und das war eine Tatsache, die hat uns in diesen Tagen, in diesen Stunden auch einige Stimmen gekostet. Zum Schluss noch, würde die CDU bereitstehen? Im Moment ist es noch sehr schwierig zu sagen, für welche Koalition es eine Mehrheit gibt, wenn es mit SPD, CDU, Grünen, also eine sogenannte Kenia-Koalition, Sie als Juniorpartner in dieser Koalition? Wir sind zu Gesprächen bereit. Es geht jetzt um Inhalte. Und wenn die Inhalte stimmen, dass wir das dann voranbringen können, dann sind wir natürlich gern bereit, auch das entsprechend einzugehen und mitzumachen. Wir müssen Brücken bauen in diesem Land, Brücken zwischen den Menschen, zwischen den Themen in der Gesellschaft. Und dazu möchte ich gern mithelfen.